Ja, es hat sich vieles verändert. Die Preisverleihung war das bedeutendste Ereignis in meiner beruflichen Entwicklung. Sie eröffnete die Möglichkeit, meine Forschung in einem viel größeren Rahmen durchzuführen. Und sie brachte mir eine hohe ideelle Anerkennung. Ich wurde als außerplanmäßiger Professor berufen, Mitarbeiter wissenschaftlicher Gremien, unter anderem von zwei DFG-Graduiertenkollegs, die über 9 Jahre gefördert worden sind. In einem Ehrenkolloquium zu meinem 65. Geburtstag im Jahre 2004 wurde ich mit der Universitätsmedaille der Bergakademie Freiberg ausgezeichnet. Ja, die Preisverleihung im Januar 1992 fiel in eine Zeit, die durch Unsicherheiten geprägt war. Es war die Zeit der personellen und technischen Erneuerung unserer Universität und es war die Zeit grundlegender wirtschaftlicher Veränderungen. In dieser Zeit verließen viele, vor allen Dingen junge Arbeitskräfte, wegen fehlender Perspektiven unsere Region in Richtung West. Mit den Mitteln des Leibniz-Preises konnte ich in dieser Situation die Forschung an unserem Institut für Marktscheidewesen der Bergakademie Freiberg auf ein neues, höheres Niveau heben. Das zu realisieren, sah ich als meine Pflicht an und die habe ich erfüllt. In meiner Forschungsgruppe konnte ich 15 wissenschaftliche Mitarbeiter, 6 Forschungsstudenten und viele studentische Hilfskräfte beschäftigen. Dafür wurden bis Ende 1997 2,3 Millionen D-Mark ausgegeben und etwa der Rest von 0,7 Millionen für die technische Ausstattung. Vielleicht bis auf die mitunter rückständige technische Ausstattung war das Forschen in der DDR nicht schlecht. Es gab große Forschungsinstitute, zum Beispiel das Zentralinstitut für Physik der Erde in Potsdam, eine Einrichtung der Akademie der Wissenschaften der DDR, und es gab die Forschung an den Hochschulen, die eine Einheit von Lehre und Forschung bilden sollte. Das heißt, die Forschungsthemen mussten zu den Studienplänen passen. 50% der Lohnkosten an den Hochschulen wurden zur Absicherung der Lehre aus dem Staatshaushalt finanziert und 50% mussten über eine industriefinanzierte Forschung eingenommen werden. Bei der Wahl der Themen hatte ich alle Freiheiten. Die Themen liefen meist über 3 Jahre und dank der guten Kontakte zur Industrie wurden sie meist finanziert. Junge Assistenten und Forschungsstudenten wurden eingebunden und sollten innerhalb dieser 3 Jahre zur Promotion geführt werden. Zu bemerken ist, dass die Forschungsberichte meist vertrauliche Dienstsachen waren und dass für wissenschaftliche Veröffentlichungen Genehmigungen eingeholt werden mussten. Die Auflösung der Kombinate und die Privatisierung der volkseigenen Betriebe führte dazu, dass nacheinander alle
Meine Forschungsprojekte, die industriefinanziert waren, storniert wurden. Obwohl ich damals glaubte, breit und sicher aufgestellt zu sein. Ich musste mich also sofort mit den neuen Fördermöglichkeiten vertraut machen und auf dieser Basis Drittmittel für die Weiterführung unserer Forschung einwerben, was mir damals auch ganz gut gelungen ist. Das also zu dem Ereignis. Und nun, was hat sich generell geändert? Früher waren bis auf wenige Ausnahmen unsere internationalen Kontakte auf die sozialistischen Länder beschränkt. Die Aufhebung dieser Beschränkung war die erste generelle Veränderung. Und durch die Einführung der sozialen Marktwirtschaft hatten wir Zugang zu den für uns neuen Programmen, den großzügigen Programmen der Forschungsförderung. Das war aus meiner Sicht die zweite generelle Veränderung. Ja, das kann so konstatiert werden. Durch den Fall der Mauer entwickelte sich sehr schnell eine förderliche Zusammenarbeit zwischen Wissenschaftlern aus Ost und West. Ein lang ersehnter Traum wurde Realität und die ersten herzlichen Kontakte sind mir noch heute in nachhaltiger Erinnerung. Ja, durch die großzügige Förderung sind tatsächlich auch bei uns blühende Wissenschaftslandschaften entstanden und es ist zusammengewachsen, was zusammengehört. Dieses Bild stimmt mich für die Zukunft optimistisch. Um damit Ihre letzte Frage zu beantworten, man sollte diesen erfolgreichen Weg weiter beschreiten. Danke.